Strafbesteuerung für einen Motor, der ökologisch heute... Schnell oder? Ja, ein bisschen langsamer wäre schon nicht. Ja. Stehen bleiben am liebsten. Hallo. Können Sie nochmal hierher schauen, bitte? Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat in seiner heutigen Sitzung den Wunsch von Herrn Lopez mit Respekt entgegengenommen und der Beendigung seines Vorstandsvertrages mit Wirkung vom 29.11.1996, also mit Wirkung von heute, zugestimmt. Halten oder suchen Sie jemand Neues? Der Sachverhalt, der aufgrund der umfangreichen, vom Aufsichtsrat veranlassten Untersuchungen durch unabhängige Prüfer in Deutschland ermittelt worden ist, ist unverändert. Danach haben sich trotz sorgfältigster Suche durch hochqualifizierte Expertenteams keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Betriebsgeheimnisse von GM Opel in die Sphäre von VW verbracht und genutzt worden sind. Es ist ja bekannt, dass wir seit langer Zeit bereit sind, Gespräche mit GM über eine Bereinigung des Verhältnisses zu führen, wenn diese Gespräche ohne Vorbedingungen geführt werden können. Das galt vorher, das gilt auch nachher, nachdem Herr Lopez aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Der hätte ruhig eher gehen können. Das ist ja, also die Sache steht ja schon länger im Raum und es ist traurig, dass er es so lange rausgezogen hat. Solange die Sache nicht geklärt ist, hätte ich gesagt, na gut, okay, sollte man zu ihm stehen. Es war ja eigentlich nicht alles falsch, was er gemacht hat. Ne? Ich empfinde das als sehr positiv, muss ich sagen. Also wir haben sehr viel Ärger damit gehabt. Es hat jetzt, wie gesagt, große Einbußen sogar gegeben dadurch. Hat geschädigt und wenn uns was passiert, wir werden auch entlassen, sag ich mal, wenn wir Fehler machen. Und so fährt bin ich das ja in Ordnung. Schnell.